Eigentlich gar nicht mehr gedrückt. Jetzt sind wir hier. Ja, stirb auf dem Schalter, du verdammte Drecksau. Er muss natürlich noch die Rakete schießen, obwohl ich schon aus dem Schalter war. Ich habe auch keinen Plan, ob ich denn in das Loch runter muss oder ob einfach nur er da reinfallen muss. Weil wenn er nicht da reinfällt und einfach so rumschwebt oder sowas und mich killt, dann wäre das auch geil. Ja. Würde ich mich richtig freuen drüber, wenn sowas Geiles passiert. Ja, cool. Oder wenn ich gerade drin bin beim Schalter und das Ding dann zugeht und ich da trotzdem wieder raus muss irgendwie. Meine Lernkurve ist wahrscheinlich auch irgendwo unter der Erde. Lernen stinkt. Das ist jedes Mal, als wenn man das Level zum ersten Mal spielt bei mir. Obwohl, naja. Es könnte schlimmer sein. Man könnte zum Beispiel in die Säge reinspringen. Ja. Zum Glück gibt es bei StarCraft keine Sägen. Sonst würde ich da echt Angst kriegen. Oder? Ich glaube, so ein SCV hat Sägen. Ne, der hat ein Schweißgerät. Der hat ein Schweißgerät. Aber Muli hat Sägen vorne dran. Ich hasse Mulis ab jetzt. Ich werde nie wieder Terraner spielen. Ich werde alle Terraner verachten. Und ich lerne auch einfach nicht daraus. Mit meinem scheiß Timing oder sonst was. Wenn man hier wenigstens eine Uhr anzeigt, also so eine Uhr hätte, die einem anzeigt, hey, jetzt sind wir bei 20 Sekunden, jetzt kannst du runterspringen. Dann wäre es einfach, weil man kann ja im Prinzip nur jedes Mal in derselben Geschwindigkeit durchs Level gucken. Müsste man sich nur merken, okay, bei 20 Sekunden springst du runter, da sind keine Segel da, ganz easy going durch. Und die haben sich schon was gedacht, dass das mal, dabei, dass man im Bosskämpfen keine Uhr hat. Da war die Chance, ich habe sie versaut, das ist geil. Ich denke mal, man könnte auch unten angehen, aber es wäre wahrscheinlich noch schwerer. Auf einer Ebene mich mit vier Segen rumlaufen oder in die reinspringen. Yeah. So, warten, warten, hoch. Ich würde jetzt ganz gerne Omega spielen. Oh ja, ich würde gerne Omega spielen. Das hat wesentlich Spaß gemacht, auch wenn es nicht so aussah. Aber das hier ist ein Haufen Rotz. Das ist ein Haufen Rotz. So, wir sind wieder hier. Zack, zack, zack. Gut, sterben wir an dem Ding. Obwohl man da gar nicht sterben kann eigentlich, weil die so weit abseits hängen. Aber ich schaffe das schon. Ich kann überall sterben. Wahrscheinlich sogar an Wänden. Dünne Säge. Ich werde es schaffen, nach da oben links irgendwie rauszuklettern, denn dadurch zu sterben. Oder hier direkt reinrennen. Das wäre auch mal was Neues. Das war knapp, aber vom Timing her hat es noch halbwegs gepasst. Ich nenne es einfach mal Timing, auch wenn es pure Luck war, genau wie der Sprung einfach nur gay war. Na, schieß unter mir, danke. Ja, doppelt klappt auch nicht. Das klappt erst wieder, wenn ich beim Schalter stehe, dann trifft mich jede Rakete. Die Musik ist so dramatisch. Mann, das ist so spannend.
Wie viele Parts haben wir jetzt hier? Zwei? Ich hoffe, es sind 500. Oder over 9000 Parts. Allein für den Boss. So, jetzt aber. Komm. Ey. Wie kann er mich denn damit treffen? Woher wusste er genau, dass ich da lande? Ich meine, okay, es ist Lenkrakete, aber die hat er so perfekt auf mich raufgezogen. Ich hatte aber eben das Gefühl, als wenn ich das Timing schon raus habe. Für den einen. Ja, den einzigen Kacksprung in dem Level eigentlich. Ich meine, es ist simpel. Bis auf den einen Sprung mit den vier Siegen. Ich glaube, ich habe das Timing so halbwegs. Ja, toll. Hätte ich nicht zur Seite gezogen, dann hätte das Timing gestimmt. Aber es ist einfach Reflex bei sowas. Und Reflex kann man leider nicht ausschalten. Naja, gut, man kann es schon. Man kann sich das abtrainieren, aber es bringt mir ja nicht viel. Oh, ich trainiere meinen Reflex weg für ein Level Meat Boy. Yeah. Ich bin so ein cooler Typ. Komm, geh weiter. Das war schwul. Wenn die Stelle nicht wäre, dann hätten wir das schon hundertprozentig geschafft. Das war eben auch toller Satzbau. Ist mir gerade so im Nachhinein aufgefallen. Naja. Komm doch, Mann. Ich will ins Cotton Alley. Ja, so wird das nichts. Ich will nämlich die behindertsten Level, die das Spiel zu bieten hat, sehen. Da wird nämlich jedes behinderte Feature nochmal aufgegriffen. Egal, ob es diese komischen schwarzen Kanonenjäger sind, mit denen, wo dann aus den Krokodilteilen irgendwelche Manche rauskommen. Oder ob es Gravitationsbällchen sind. Das kommt alles nochmal dran. Hurra! Das war knapp, hätten wir fast da oben die Säge noch dreckig gemacht. Das war gut getimt. Manchmal sehe ich irgendwie, wie ich timen muss und manchmal nicht. Das ist komisch. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ach, jetzt geht's noch weiter. Lustig. Ah, gut. Immerhin müssen wir den Boss nicht nochmal machen. Das wäre echt assi. Ja, hallo. Du hast den Boss einmal geschafft. Jetzt machst du bitte noch ein Level. Wenn du das nicht schaffst, dann nicht. Machst halt nochmal den Boss. Ah, das sieht ja mal behinderter aus als der Boss. Ganz ehrlich. Was ist das denn hier bitte für ein behinderter Sprung? Ich denke mal, wenn ich jetzt beende, muss ich den Boss nochmal machen. Da habe ich aber keinen Bock drauf, deshalb denke ich mal, ich darf das jetzt durchziehen. Hurra. Das muss wieder so perfekt sitzen, der Sprung. Das ist unglaublich. Wenn ich ein bisschen nach rechts ziehe und dann wieder zurück, dann dürfte ich genau rumkommen.
Und bin vielleicht ein Pixel von der anderen Sägewelt weg. Und dann sterbe ich danach. Und darf es nochmal machen. Das sieht so schlimm aus, das Level. Gut, das war zu kurz gedrückt. Yeah. Und da muss man auch wieder so flach reinkommen. Dann springt man oben in die Säge. Das ist wundervoll. Ja, man springt direkt in die nächste Säge. Alter, ist das behindert. Ich wette, das Level ist ein ultra lang. Bestimmt so ein 3-Minuten-Level, wo man komplett nur flüchtet. Oder? Nee, hey, das ist. Ach, ich bin wieder so ein Blitzmerker. Das ist ja dasselbe Level rückwärts, glaube ich. Rückwärts und behindert. Das war so sinnlos. Nur weil er nicht gesprungen ist. Mann. Ich will das aber nicht machen, das scheiß Level. Ganz ehrlich. Was ruckelt denn das jetzt so? Ist meine Festplatte voll? Glaube ich aber irgendwie nicht so. Das ruckelt gerade echt extrem. Abartig. Moment, kurzer Cut, ich guck mal, ob das Anti-V ist.